Hallo bei Seelenzirkel. Ich habe irgendwie frei, es ist Sonntag und Lust und Zeit, was einzulesen. Und schwanke gerade zwischen zwei Büchern. Und eine ist von Wolfgang Johannes Beck, Am Vorabend der Finsternis. Und dann von der unbekannte Prophet Jakob Lorbeer. Bei beiden habe ich mich jeweils für ein Kapitel entschieden. Und beides hat mit Prophezeiung zu tun. Heutzutage ist es so, es gibt natürlich eine Prophezeiungsszene, die gar nicht so klein ist, also gerade rund um Irmeier, wobei das allerdings ja wesentlich mehr Seher und Seher, man sagt oft Propheten, aber ich würde sie als Seher bezeichnen, denn sie haben die Fähigkeit, die Zukunft zu sehen. Und das Ding ist, kurz zu ja, diesem Phänomen, die Zukunft zu sehen, ist es so, von Edgar Cayce, auch der schlafende Prophet, wissen wir, dass sozusagen die Zukunft ziemlich stark determiniert ist, aber nur dann, wenn der Mensch den freien Willen nicht nutzt. Also bist du jemand, der seinen freien Willen nutzt, ist deine Zukunft nicht vorherzusagen oder bestimmte Wege ja, aber wie du dich dann entscheidest, ist sozusagen nicht in Stein gemeißelt. Du hast bei Gott, du hast den freien Willen. Und deswegen kannst du an der Straßenkreuzung sagen, ich gehe jetzt nicht rechts, ich gehe links, und dann ist alles anders als zum Beispiel in einer Vision oder in einem Traum oder bei einem Seher vorhergesagt wurde. Und jetzt reden wir sozusagen über das Schicksal von Völkern, von der Welt. Also es gibt sozusagen Propheten, die Schicksale unserer Welt eines Volkes, einer Gruppe vorhergesagt haben. Und da ist es ja sozusagen das Gemeinsame. Also da ist es halt jetzt schwierig, den Lauf zu ändern, meines Erachtens. Denn wenn wir uns jetzt so die Menschen angucken, dann sehe ich nicht so viel freien Willen. Also da habe ich jetzt, klar, rein theoretisch würde der bestehen, aber ich würde sagen, das Interessante ist, dass dass sehr viele Prophezeiungen übereinstimmen über ein bestimmtes Ereignis, das eventuell in Zukunft uns bevorsteht. So Gott will und so Gott uns hilft. Es hat mich jetzt tatsächlich, also ich denke, ich lese vielleicht beide vor, vielleicht habe ich für beide Zeit heute. Es ist beides großartig, aber vor mir liegt jetzt das Buch von Wolfgang Johannes Beck, Am Vorabend der Finsternis. Und ich liebe diesen Autor. Ich liebe es, Wolfgang Johannes Beck zu lesen. Er hat großartig, er ist ein Mystiker natürlich, aber er kommt aus dem christlichen Kontext. Und er ist sehr, sehr stark in der, ja, in dem christlichen Konstrukt sozusagen drin, aber ein wahrhaft Gläubiger. Und er hat diese Bücher mit sehr großem Ernst, mit sehr großer Imprinz, mit sehr großer Akribie geschrieben und sehr angenehm zu lesen. Es macht wirklich unfassbar viel Spaß, Wolfgang Johannes Beck zu lesen. Ich empfehle es jedem, sich die Bücher von ihm zu holen. Macht euch auf, es gibt welche noch. Ich habe hier die europäischen Seherstimmen. Er kann auch nur für Bayern zum Beispiel, bayerische Seherstimmen. Und es sind Weissagungen, Visionen und Erscheinungen. Erscheinungen. Und bei Erscheinungen wären wir am Punkt. Denn es gibt ein großes Ereignis. Es gab ein großes Ereignis in Portugal. Das berühmte ist unter dem Namen Fatima. Und wir kennen das alles nicht, obwohl das wirklich also ein unfassbares Wunder war, was tatsächlich in Fatima geschehen ist. Und es ist mittlerweile total schwierig, im Internet gut über die Geheimnisse Fatimas zu lesen. Also ich tue mir oft schwer, das noch rauszugoogeln und freue mich dann immer noch, dass ich das Buch von Wolfgang Johannes Beck habe, wo ich das nachlesen kann. Ja, und genau das würde ich euch gerne vorlesen. Ja. Fatima. Vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917. Wenige Monate vor der kommunistischen Oktoberrevolution wurde in Fatima über Russland vorausgesagt. Wenn man den Ruf zur Umkehr nicht befolgt und nicht Buße tut, wird Russland seine Irrtümer in der Welt verbreiten, Kriege und Verfolgungen hervorrufen.
Mehrere Nationen werden im Dritten Weltkrieg vernichtet werden. Dann erst wird sich Russland bekehren. Am 13. Mai, das hört sich für uns natürlich heute total komisch an, weil Russland eigentlich nicht unser Feind ist. Wir sind so ein bisschen der Feind von Russland. Und das könnte Russland irgendwann auch echt nerven. Am 13. Mai 1981 um 17.17 Uhr hielt die Welt den Atem an. Schüsse durchbrachen Jubel und Begeisterung auf dem Petersplatz. Pilger schluchzten auf, Kinder flüchteten in wilder Panik. Der Heilige Vater stürzte von den Kugeln des Attentäters getroffen im offenen Jeep zusammen. Blut durchdrang die weiße Soutane. Es war der 64. Jahrestag der ersten von sechs Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima. Seit dem Attentat auf Papst Johannes Paul II. Gewinnt die Botschaft von Fatima eine geradezu bestürzende Bedeutung. Die folgenden Auszüge stammen im Wesentlichen aus dem Buche von Secker, Maria spricht zur Welt. Am 9. April 1917 um 15.10 Uhr fuhr Lenin vom Bahnhof zu Zürich in einen plombierten Wagen nach Russland zurück. Die Fahrt ging durch das deutsche Hohenzollernreich. Kurz nach seiner Ankunft begann er mit den Vorbereitungen zur Oktoberrevolution. Der Erste Weltkrieg tobte auf dem Höhepunkt. Am 13. Mai 1917, einem Sonntag, erschien die Mutter Gottes in der Cova da Ira, einer Talmulde unweit von Fatima bei Leira in Mittelportugal, drei Hirtenkindern. Die zehnjährige Lucia dos Santos und die Geschwister Francisco und Jacinta Marto, schlichte Dorfkinder, die weder schreiben noch lesen konnten, hatten gerade den Rosenkranz gebetet, als ein Blitz aus wolkenlosem Himmel sie erschreckte. Nach einem zweiten Blitzstrahl erkannten sie über einer kleinen Steineiche eine schöne Frau im Lichtkranz. Auf die Frage Lucias, woher sie komme, antwortete die Erscheinung, ich komme vom Himmel. Maria fragte die Kinder, wollt ihr euch Gott schenken? Bereit, jedes Opfer zu bringen und jedes Leiden anzunehmen, das er euch schicken wird, als Sühne für die vielen Sünden, durch die die göttliche Majestät beleidigt wird, um die Bekehrung der Sünder, von denen so viele auf die Hölle zueilen, zu erlangen und als Genugtuung für die Flüche und alle übrigen Beleidigungen, die dem unbefleckten Herzen Mariens zugefügt wurden. Da möchte ich sozusagen gerne meine mystische Perspektive kurz hineinbringen. Also wir haben, Gott spricht zu uns in den Worten, die wir verstehen. Und wenn er nun oder sie zu einem christlichen Kontext spricht, dann verwendet sie die Terminologie des Christentums. Und die Sünde ist der Abfall Gottes zum Beispiel. Und die Folge des Abfalls von Gottes sind Schmerzen bei anderen und bei sich selbst. Und die Hölle kann man sozusagen betrachten als den See der Schmerzen aller Seelen. Und wir haben das karmische Konzept eigentlich in allen Religionen verankert, auch im Christentum. Was du säst, das erntest du. Und wir kennen das auch im Leben sehr häufig, die karmischen Konsequenzen, wenn man genau aufpasst. Das Leid, das ich dir anfüge, führt wiederum zu Leid bei dir. Das ist ein Gesetz des Universums. Und manche Seelen sind eben bereit, das karmische Los anderer Seelen auf sich zu nehmen durch Schmerz. Es gibt große Heilige, wie zum Beispiel Padre Pio, der das gemacht hat, meines Erachtens. So erkläre ich mir das. Und das ist sozusagen die christliche Terminologie, die man aber immer übersetzen kann. Gut. Maria bat die Kinder, die sich bereit erklärten, am 13. jeden Monats wiederzukommen bis zum Oktober. Das ist die Geschichte. Mittwoch, 13. Juni. Maria sprach, ich will, dass ihr fortfahret, täglich den Rosenkranz zu beten und dass ihr lesen lernt. Portugiesischer Ausdruck für in die Schule gehen. Dann will ich euch sagen, was ich noch weiter wünsche.
Lucia bat für einen Kranken, den man in ihr Gebet empfohlen hatte. Wenn er sich bekehrt, wird er im Laufe des Jahres genesen. Dann gab Maria den drei Kindern ein erstes Geheimnis. Francisco, der die Worte der Erscheinung ebenso wenig gehört hatte wie das erste Mal, erfuhr sein Geheimnis durch Lucia. Um was handelte es sich? So sehr man auch die Kinder drängte und auszuforschen suchte, 5000 Menschen waren zu Cova da Iria gekommen. Sie verrieten es nicht. Sie sagten nur, es betreffe ihr persönliches Wohl, aber nicht, dass sie in dieser Welt reich oder glücklich würden. Lucia zur Mutter Gottes, ich möchte euch bitten, uns alle drei ins Paradies mitzunehmen. Maria? Ja, ich werde bald kommen, um Francisco und Jacinta zu holen. Du musst länger hier unten bleiben. Jesus will dich deiner bedienen, damit die Menschen mich kennen und lieben lernen. Er will die Verehrung meines unbefleckten Herzens in der Welt begründen, die Reinheit. Wer sie übt, dem verspreche ich das Heil. Diese Seelen werden von Gott bevorzugt werden, wie Blumen, die ich vor seinen Thron bringe. So muss ich allein hier unten bleiben, fragte Lucia betrübt. Ohne Zweifel standen vor ihrem Geiste die Verfolgungen, die sie seit 3 Wochen zu erdulden hatte. Verliere nicht den Mut, ich werde dich nie verlassen, mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Während die Madonna die letzten Worte sprach, öffnete sie wie bei der ersten Erscheinung die Hände und von den Händen strahlte ein Lichtflut über sie aus, in der sie sich selbst in Gott sahen. Es schien, als ob Francisco und Jacinta in dem Strahlenbündel stünden, das zum Himmel aufstieg, wohin sie bald gehen sollten. Lucia hingegen in jenem, das sich zur Erde ergoss. Vor der rechten Hand der Erscheinung sah man ein Herz, rings von Dornen umgeben, die von allen Seiten einstachen. Sie erkannten, dass es das unbefleckte Herz Mariens war, welches durch die vielen Sünden der Welt verwundet wird und nach Sühne und Wiedergutmachung verlangt. Es ist ja immer das Lernen, dass man durch den Schmerz seiner eigenen Taten erlangt. Lucia berichtet, mir scheint an diesem Tag bezweckte jenes Licht, unseren Seelen Kenntnis vom unbefleckten Herzen Mariens zu geben und uns besondere Liebe zu ihm einzuflößen. Freitag, 13. Juli. Auf Lucias Bitte erwiderte die Erscheinung, sie sollten nun alle Monate hierher kommen. Im Oktober werde sie sagen, wer sie sei und auch ein großes Wunder wirken, damit alle glauben. Lucia hatte noch viel zu bitten. Ob die Dame nicht einen armen Krüppel heilen, eine Familie in Fatima bekehren, einen Kranken recht bald in den Himmel holen wolle. Doch die Antwort lautete, sie werde den Krüppel nicht heilen und ihn auch nicht von seiner Armut befreien. Er solle lieber täglich mit der ganzen Familie den Rosenkranz beten. Der Kranke habe gar keine Eile und sie wisse besser, wann es gut für ihn sei, ihn zu holen. Die anderen sollten die erbetenen Gnaden im nächsten Jahr erhalten, doch sie müssten den Rosenkranz beten. Demütig bekennt Lucia, weil mein Eifer ganz erkaltet war, schärfte sie uns von Neuem ein. Opfert euch für die Sünder und sagt oft, besonders aber, wenn ihr ein Opfer bringt, o Jesus, aus Liebe zu dir und die für die Bekehrung der Sünder, als Genugtuung für die Beleidigungen, die dem unbefleckten Herzens Mariens zugefügt werden. Plötzlich hörten die Umstehenden, wie Lucia einen Schmerzenruf ausstieß. Tiefe Traurigkeit überschattete ihre Züge. Die Mutter Gottes teilte den Kindern ein zweites Geheimnis mit, das aus 3 Teilen besteht. Der dritte Teil, das sogenannte dritte Geheimnis, wurde an den Papst gesendet und sollte erst 1960 geöffnet werden. Die beiden ersten Teile wurden 25 Jahre nach den Erscheinungen enthüllt. Das erste Geheimnis war die Höllenvision. Als die Mutter Gottes die letzten Worte "Opfert euch für die Sünde" aussprach, von denen ich berichtet habe,
öffnete sie die Hände, wie sie es schon in den beiden vergangenen Monaten getan hatte. Das Strahlenbündel, das von dort ausging, schien in die Erde einzudringen. Und wir sahen etwas wie ein großes Feuermeer. Und in ihm versunken schwarze, verbrannte Wesen, Teufel und Seelen in Menschengestalt, die fast wie durchsichtige, glühende Kohlen aussahen. Sie wurden innerhalb der Flammen in die Hölle geschleudert und fielen von allen Seiten herab, wie Funken bei einer großen Feuersbrunst, gewichtslos und doch nicht schwebend. Dabei stießen sie so entsetzliche Klagelaute, Schmerzens- und Verzweiflungsschreie aus, dass wir vor Grauen und Schrecken zitterten. Es wird wohl bei diesem Anblick gewesen sein, dass ich den Schmerzensruf ausstieß, von dem die Leute erzählten. Die Teufel hatten die schreckliche und widerliche Gestalt unbekannter Tiere, waren jedoch durchsichtig wie glühende Kohle. Dieses Gesicht dauerte einen Augenblick. Und wir müssen unserer gütigen himmlischen Mutter danken, dass sie uns vorher den Himmel versprochen hatte. Ich glaube, sonst wären wir vor Schrecken und Entsetzen gestorben. Das zweite Geheimnis betraf die Verehrung des unbefleckten Herzens Marie. Die Seherin fährt fort. Gleichsam, um ihre Hilfe zu erbitten, blickten wir zur Madonna auf. Da sagte sie voll Güte und Traurigkeit: Ihr habt die Hölle gesehen, auf welche die armen Sünder zugehen. Um sie zu retten, will der Herr die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt einführen. Wenn man das tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet und der Friede wird kommen. Der Krieg geht seinem Ende entgegen. Aber wenn man nicht aufhört, den Herrn zu beleidigen, wird nicht lange Zeit vergehen, bis ein neuer, noch schlimmerer beginnt. Es wird das während des Pontifikates von Pius dem 11. geschehen. Wenn ihr eines Nachts ein unbekanntes Licht sehen werdet, so wisset, es ist das Zeichen von Gott, dass die Bestrafung der Welt für ihre vielen Verbrechen nahe ist. Krieg, Hungersnot, Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters. Lucia sah später in dem außerordentlichen Nordlicht, das in der Nacht vom 25. zum 26. Januar 1938 in ganz Europa zu beobachten war, das Zeichen Gottes. Sie war davon überzeugt, dass nun ein neuer Weltkrieg, der furchtbar sein würde, nahe bevorstand, und tat ihr Möglichstes, um die Erfüllung dessen zu erreichen, was die Mutter Gottes gewünscht hatte. Um das zu verhindern, will ich bitten, Russland meinen unbefleckten Herzen zu weihen und die Sühnekommunion am ersten Samstag des Monats einzuführen. Wenn man meine Bitte erfüllt, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, so wird es Russland, also wird es, in Klammern Russland, seine Irrtümer in der Welt verbreiten, Kriege und Verfolgungen der Kirche hervorrufen. Die Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben, mehrere Nationen werden vernichtet. Hier folgt das dritte Geheimnis. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland, das sich bekehren wird, weihen und der Welt wird einige Zeit des Friedens geschenkt werden. Portugal wird der wahre Glaube immer erhalten bleiben. Nach den Worten, mehrere Nationen werden vernichtet werden, hat Maria das dritte Geheimnis verkündet, das auf Schweres schließen lässt. Etwas später fügte die Gottesmutter hinzu: Wenn ihr den Rosenkranz betet, sagt am Ende jedes Gesetzleins: O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und hilf denen, die es am nötigsten haben. Das Stoßgebetlein, das die Kinder bei der Vision lernten, ist auch in einer etwas abweichenden Form verbreitet worden. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle und führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
Die Seher, die dieses Gebet im Zusammenhang mit der Höllenmission gehört hatten, sagten, der Schluss solle der Bekehrung der Sünder gelten. Den Seelen, die sich in der größten Gefahr befinden oder die, die der Verdammung am nächsten sind. Deswegen sind meist genau die Leute, die am schwierigsten zu lieben sind, diejenigen, die am meisten Liebe brauchen. Sonntag, 19. August. Die vierte Erscheinung am 13. August wurde durch den Bezirksvorsteher von Urem, einem erklärten Freimaurer und Kirchenfeind, verhindert. Er entführte die Kinder in seinem Wagen nach Urem und versuchte sie zu dem Geständnis zu erpressen, sie hätten die Erscheinungen erfunden. Dafür erschien die Gottesmutter ohne Ankündigung am 19. August in Valinius. Die Erscheinung klagte darüber, dass man die Kinder gehindert hatte, sich am festgesetzten Tage zur Kova zu begeben, und fügte hinzu, aus diesem Grunde werde das versprochene Wunder im Oktober weniger eindrucksvoll sein. Ich will, dass sie täglich den Rosenkranz betet. Im letzten Monat werde ich ein Wunder wirken, auf das alle glauben. Hätte man euch nicht nach Villanova d'Orem gebracht, würde das Wunder viel eindrucksvoller sein. Obwohl ich das ein bisschen gemein finde, weil das Böse hat sich ja. Ja, gut. Okay. Das Böse hat sich ja dazwischen geschalten, und da sollte das Wunder eigentlich noch viel größer sein, dann denke ich. So. Aber wer bin ich? Betet, betet viel und bringt Opfer für die Sünder. Wisset, dass viele in die Hölle kommen, weil niemand für sie opfert und betet. Die Vision dauerte wieder 10 Minuten, dann nahm die hohe Frau Abschied von den Kindern. Donnerstag, 13. September. Bei diesem fünften Besuch sagte die heiligste Jungfrau zu den kleinen Sehern, sie möchten fortfahren, den Rosenkranz zu beten, um das Ende des Krieges zu erbitten, und bestätigte noch einmal das Versprechen, im kommenden Monat ein Wunder zu wirken. Samstag, 13. Oktober 1917. Am 13. Oktober 1917 warteten 70.000 Menschen aus ganz Portugal auf das angekündigte Wunder. Unter ihnen Journalisten von vielen Zeitungen. Im strömenden Regen wartete die Menge bis gegen Mittag. Die himmlische Frau erschien. Sie sagte auf die Frage Lucias, wer sie sei: Ich bin die Rosenkranzkönigin. Ich will, dass man an diesem Ort eine Kapelle zu meinen Ehren errichtet. Man soll fortfahren, alle Tage den Rosenkranz zu beten. Erfüllt man diese Bitte, so geht der Krieg seinem Ende entgegen. Und die Soldaten werden bald heimkehren. Die Menschen sollen sich bessern und um Verzeihung ihrer Sünden bitten. Traurigkeit überschattete ihre Züge, als sie mit flehender Stimme sprach. Sie sollen den Herrn nicht mehr beleidigen, der schon zu viel beleidigt wurde. Es war das letzte Wort, der Kern der Botschaft von Fatima. Die Seher waren davon überzeugt, dass es die letzte Erscheinung sei. Beim Abschied öffnete die Gottesmutter die Hände, die wie Sonnenlicht strahlten, und zeigte, wie sich die beiden Kleinen ausdrückten, mit der Finger auf die Sonne. Der Regen hörte plötzlich auf, die Wolken zerrissen und die Sonnenscheibe wurde sichtbar, doch sie war silbern wie der Mond. Mit einem Mal begann die Sonne mit ungeheurer Geschwindigkeit wie ein Feuerrad um sich selbst zu kreisen. Gelbe, grüne, rote, blaue und violette Strahlenbündel werfend, die Wolken, Bäume, Felsen, Erde und die ungeheure Menge in fantastische Farben tauchten. Einen Augenblick hielt sie an, dann begann der Tanz der Feuerscheibe von neuem. Noch einmal stand sie still, um dann ein drittes Mal den ergreifenden Anblick zu bieten, noch farbenprächtiger, noch glänzender als vorher. Plötzlich hatten alle den Eindruck, als löse sich die Sonne vom Firmament und eile auf sie zu. Ein 4000-stimmiger Schreckensschrei krellte auf, die Leute warfen sich in den Schlamm auf die Knie und beteten laut. Dieses Schauspiel dauerte gut 10 Minuten. Es wurde von 50.000
Menschen gesehen. Von Gläubigen und Ungläubigen, einfachen Bauern und gebildeten Städtern, Wissenschaftlern und Journalisten. Sie sahen die gleichen Phänomene in den gleichen deutlich unterscheidbaren Phasen zur selben Zeit. Außerdem entnimmt man zeitgenössischen Berichten, dass das Wunder auch von Personen beobachtet wurde, die 5 und mehr Kilometer vom Ort der Erscheinung entfernt waren und darum keinerlei Suggestion unterliegen konnten. Nach dem Sonnenwunder waren zur allgemeinen Überraschung die Kleider, die eben noch ganz durchnässt gewesen waren, vollständig trocken. Am 13. Oktober 1930 wurden die Erscheinungen von Fatima kirchlich anerkannt. Francisco, geboren am 11. Juni 1908, starb am 4. April 1919. Jacinta, geboren am 11. März 1910, starb am 20. Februar 1920. Also eingetreten. Lucia dos Santos, geboren am 22. März 1907, trat 1925 bei den Dorotheerinnen ein und lebte seit 1948 in Carmel von Coimbra. Am 8. März 1942 vollzog Pius XII. Die Weihe des Menschengeschlechts an das unbefleckte Herz Mariens. Am 7. Juli 1952 weihte derselbe Papst die Völker Russlands dem unbefleckten Herzen. Die Botschaft der Lucia von Fatima, mitgeteilt an Augustin Fuentes am 26. November 1957. Die Madonna ist unzufrieden, weil man sich nicht um ihre Botschaft vom Jahre 1917 kümmert. Weder die Guten noch die Bösen haben sich danach gerichtet. Die Guten gehen ihren Weg, ohne sich Sorgen zu machen. Sie folgen nicht den himmlischen Weisungen, und die Bösen gehen weiter auf ihrem breiten Weg des Verderbens. Sie kümmern sich in keiner Weise um die Strafen, die ihnen drohen. Glauben Sie mir, Pater, der Herr wird die Welt sehr bald bestrafen. Pater, stellen Sie sich die größte Züchtigung vor. Wie viele Seelen werden in die Hölle fallen? Und dies wird eintreten, wenn man nicht betet und Buße tut. Darum ist die Madonna traurig. Sagen Sie es allen, die Mutter Gottes hat es mir oft gesagt, viele Nationen werden vom Antlitz der Erde verschwinden. Russland wird die Geißel sein, die Gott erwählt hat, um die Menschheit zu strafen, wenn wir nicht mit unseren Gebeten die Gnade seiner Bekehrung erlangen. Sagen Sie es allen, Pater, dass der Teufel den Erscheinungskampf gegen die Mutter Gottes beginnt. Das, was das unbefleckte Herz Mariens und Jesus betrübt, ist der Fall der Seelen, der Ordensleute und Priester. Er weiß, dass die Ordensleute und Priester, wenn sie ihre erhabene Berufung aufgeben, viele Seelen in die Hölle führen. Wir sind kaum imstande, die Strafe des Himmels zu verzögern. Aber wir haben zwei hervorragende Mittel zu unserer Verfügung: Gebet und Opfer. Der Teufel unternimmt alles, um uns zu zerstreuen und uns die Lust zum Beten zu nehmen. Wir werden uns gemeinsam retten oder verdammen. Darum, Pater, muss man den Leuten sagen, dass sie nicht darauf warten sollen, bis der Papst oder die Bischöfe, Pfarrer oder Generalobere einen Aufruf zu Buße und zum Gebet erlassen. Es ist nun an der Zeit, dass jeder in eigener Initiative nach den Weisungen der Mutter Gottes heilige Werke vollbringt und sein Leben umgestaltet. Der Satan will sich der geweihten Seelen bemächtigen. Er sucht sie zu verderben, um die anderen zur endgültigen Unbußfertigkeit zu führen. Er gebraucht seine Schlauheit und versucht sogar einzuflüstern, das Ordensleben aufzulassen. Daraus folgt Unfruchtbarkeit für das Innenleben und Gleichgültigkeit bei den Weltlichen bezüglich des Verzichts auf Vergnügungen und die volle Hingabe an Gott. Die Mutter Gottes hat ausdrücklich gesagt: Wir nähern uns den letzten Tagen. Sie hat es mir dreifach zu verstehen gegeben. Die Madonna sagte: Wenn wir nicht aufhören, wenn wir nicht hören und weiter sündigen, wird uns nicht mehr verziehen werden. Pater, ja, ich glaube, das ist dieses Kräfteverhältnis, also sowas wie der Untergang Atlantis oder Noahs Sintflut. Das absolut
die absolute Übermacht der dunkel geladenen Teilchen. Also so nenne ich das gerne. Und wenn die dunkel geladenen Teilchen sozusagen, wenn man das Yin-Yang-Symbol sich anschaut, dann ist das sozusagen hell geladene Teilchen, dunkel geladene Teilchen. Und wir haben eine totale Vormacht der dunkel geladenen Teilchen. Und da kann das vielleicht einfach zurückschwappen. Und das ist dann halt einfach mit einem. Gerade in Krisen besinnt man sich meist wieder auf sein Herz. Das haben wir zum Beispiel in der Flut gesehen. Die Flut, jetzt zum Beispiel, wie man dann wieder zurückkehrt zur Herzenstärke. Ja, platt machen, neu machen. Wenn der Mensch sich nicht entwickelt, sein Herz, die Liebe, die Weisheit, die Reinheit. Die Madonna sagte, dass wir nicht hören und weiter sündigen. Wenn wir nicht hören und weiter sündigen, wird uns nicht mehr verziehen werden. Dann sind die negativ geladenen Teilchen zu groß. Pater, es ist dringend nötig, dass wir uns der schrecklichen Wirklichkeit bewusst werden. Wir wollen die Seelen nicht mit Angst erfüllen, sondern nur dringend die Wirklichkeit zum Bewusstsein bringen. Seitdem die heilige Frau dem Rosenkranzgebet so großartige Wunderkraft verliehen hat, gibt es weder materielle noch geistige, nationale noch internationale Probleme, die sich nicht mit dem Rosenkranz und unseren Opfern lösen ließen. Ihn liebevoll und mit Andacht beten bedeutete Maria trösten. Der brennendste Wunsch der Gottesmutter ist es, dass wir ihr durch das tägliche Rosenkranzgebet helfen, Seelen zu retten. Für das bedingungslose tägliche Rosenkranzgebet haben wir nicht nur Mariens besonderen Schutz für Leib und Seele bei dieser Züchtigung Gottes, sondern auch eine Sterbestunde, bei der wir ohne bitteren Todeskampf an ihrer Mutterhand ruhig hinübergleiten in die ewige Herrlichkeit. Dies allein wäre schon den täglichen Rosenkranz wert. Mit etwas gutem Willen und festem Entschluss lassen sich bestimmt diese 20 bis 30 Minuten fürs Rosenkranzbeten auf einmal oder in Zeitabständen während des Tages oder der Nacht einschieben. Jedem sei seine spirituelle Praxis frei überlassen, wenn es denn eine wahrhaftige und zielführende ist. Und da es auch je absolut Rosenkranz war für mich lange Zeit Bestandteil meiner spirituellen Praxis, ist aber schon ein paar Jahre her. Dies ist ein Auszug des Gesprächs von Lucia mit Pater Augustin Fuentes, Postulator im Seligsprechungsprozess der Seherkinder von Fatima, Francesco und Jacinta, das vollständig erstmals mit kirchlicher Druckerlaubnis in der Zeitschrift Fatima Findlings im Juni 1959 und später in der August-September-Ausgabe 1961 einer bestimmten Zeitung veröffentlicht wurde. Kardinal Ottaviani sagte am 11. Februar 1967 in Rom: Maria gab in Fatima eine Botschaft für alle und eine geheime für den Papst, was wirklich keine gute Idee war. Okay. Das Geheimnis von Fatima zu veröffentlichen blieb der Klugheit und Vorsicht des Papstes überlassen. Ich weiß nicht, ob es einen Übertragungsfehler gegeben hat. Das ist tatsächlich das Einzige, wo ich bei der ganzen Geschichte ein Riesenproblem habe, dass das dritte Geheimnis an den Papst gelangt ist. Das ist so. Es wurde uns ja auch nie überreicht. Gebet und Buße forderte Maria, oder sehr zweifelhaft. Gebet und Buße forderte Maria, als die beiden Mittel, die in der Lage sind, schreckliche Strafen abzuwenden, wie sie in der Apokalypse des Johannes einer Welt angedroht wurden, von der man mit dem Propheten sagen kann: Entweiht ist die Erde unter ihren Bewohnern. Russland muss sich bekehren, das ist ein Werk der Gnade. Und diese Gnade wird uns zuteil werden, wenn wir zuerst uns bekehren. Werenfried von Straten. Ich glaube, wir dürfen uns da nicht so auf Russland. Ja. Das ist noch ein bisschen älter als noch. Kalter Krieg und so.
Papst Johannes Paul II. Der Papst. Die nachfolgend wiedergegebenen Worte des Heiligen Vaters wurden veröffentlicht in der Münchner Sonntagszeitung und in Stimme des Glaubens, Heft 1081, Vox Fidei Ravensburg. Als Papst Johannes Paul II. 1980 in Fulda war, wurden ihm in einer Runde von Pilgergruppen auf dem Domplatz verschiedene Fragen gestellt. Einer der Teilnehmer hat ein Gedächtnisprotokoll angefertigt. Name und Beglaubigung liegen der Reaktion vor. Nachfolgend ein Auszug aus dem Protokoll. Frage: Was ist mit dem dritten Geheimnis von Fatima? Die sollte ja 1960 schon veröffentlicht werden. Der Heilige Vater. Der Heilige Vater. Entschuldigung. Wegen des schweren Inhalts, um die kommunistische Weltmacht nicht zu, wegen des schweren Inhalts, um die kommunistische Weltmacht nicht zu gewissen Handlungen zu animieren, zogen meine Vorgänger im Petrusamt eine diplomatische Abfassung vor. Außerdem solle es ja jedem Christen genügen, wenn er Folgendes weiß. Wenn zu lesen steht, dass Ozeane ganze Erdteile überschwemmen, dass Menschen von einer Minute auf die andere abberufen werden und das zu Millionen, dann sollte man sich wirklich nicht mehr nach der Veröffentlichung dieser Geheimnisse sehnen. Viele wollen nur Wissen aus Neugierde und Sensationslust, vergessen aber, dass Wissen auch Verantwortung bedeutet. So bemühen sie sich, nur ihre Neugierde zu befriedigen. Das ist gefährlich, wenn man gleichzeitig nichts tun will gegen das Übel. Da muss ich ihm ein bisschen recht geben. Also ich finde die Argumentation von ihm eigentlich relativ wahrhaftig, aber ich denke dennoch, dass er dem Befehl nicht gefolgt hat, dieses Geheimnis zu veröffentlichen. Da griff der Papst zum Rosenkranz und sagte: Das ist die Arznei gegen dieses Übel. Und da macht er sich sehr einfach. Also es ist Gottes Wort, Mariens Wort. Und ich finde, wer ist er, dass er sagt, ich sage sie euch nicht? Denn sie sind ja zur Veröffentlichung gedacht worden. Okay, so viel. Betet und betet, fragt nicht weiter. Alles andere vertraut der Gottes Motto an. Frage, Heiliger Vater, Heiliger Vater, Sie teilen Handkommunion aus? Der Heilige Vater, ja, es existiert ein apostolisches Schreiben, das die Existenz dieser, Entschuldigung, ich habe so viel negative Energie jetzt. Okay. Frage, Heiliger Vater, Sie teilen Handkommunion aus? Der Heilige Vater, ja, es existiert ein apostolisches Schreiben, das die Existenz dieser Sondergenehmigung rechtens ist. Ich aber sage, dass ich nicht dafür bin und es auch nicht empfehlen kann. Aber da die Sondergenehmigung hier existiert und es der Wunsch der einzelnen Diözesanbischöfe war, habe ich mich der Gegebenheiten dieser Diözesen untergeordnet. Es gibt eines möchte ich kurz sagen. Ich kann fehlen. Ich kann fehlen. Meine Mutter gab mir tatsächlich, ich bin tatsächlich getauft worden mit 5 Jahren. Und meine Mutter hat mir den Namen Katharina von Siena gegeben, weil Yara, hallo, ich bin Yara. weil Yara sozusagen, es gab keine Heilige, die Yara hieß. Und auch meine anderen Namen waren alle nicht aus dem christlichen Kontext. Und dann bekam ich den Namen von der Katharina von Siena. Und ich habe mich dann eines Tages mal mit ihr auseinandergesetzt. Und sie war tatsächlich eine sehr interessante Frau, die auch sich politisch engagierte und eine sehr, sehr spannende Lebensgeschichte hat. Aber sie hat einen Satz gesagt, den ich bis heute nicht unterschreibe. Und das ist folgender: Selbst wenn der Leibhaftige auf dem Stuhl Petri säße, würde sie ihn verehren, denn es sei ihr Wille Gottes. Und das ist nun etwas, wo ich nicht mitgehe. Also ich bin noch nicht dahin gelangt, die dunkle Seite, die dunkel geladenen Teilchen derart zu lieben, dass ich sie verehre. Also ich kann, das habe ich immer gesagt, da kann ich mit meiner Namenspatronin nicht mitgehen. Frage: Wie geht es weiter in der Kirche? Der Heilige Vater.
Wir müssen uns wohl im Bälde auf große Prüfungen gefasst machen. Ja, die sogar den Einsatz unseres Lebens fordern können und die ganze Hingabe an Christus und für Christus. Es kann gemildert werden durch euer und unser Gebet, aber nicht mehr abgewendet werden, weil nur so die wirkliche Erneuerung der Kirchen kommen kann. Wie oft schon wurde im Blute die Erneuerung der Kirche geboren. Nicht anders wird es auch diesmal geschehen. Seien wir stark und bereiten wir uns vor und vertrauen wir auf Christus und seine Mutter. Beten wir viel und oft den Rosenkranz, dann tun wir wenig und doch alles. Und auch da möchte ich ganz kurz sagen, das ist etwas, was im modernen Christentum meines Erachtens völlig missverstanden wird, dass der reine Glaube an Jesus Christus genügen würde oder dass das der Inhalt der spirituellen Praxis sei, einfach nur an Christus und die Mutter zu glauben. Ich bin der Weg. Christus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht nicht darum, an Christus zu glauben. Es geht darum, Christus zu werden.